von einem fernen Planeten, ist mit seinem Begleiter, dem unsichtbaren Androiden Null, auf dem Weg zur Erde. Null kennt sich dort gut aus und möchte Pi deshalb nicht alleine lassen. Mensch, Pi, bist du denn von allen guten Sternen verlassen? Du kannst ja nicht schon wieder aussteigen. Siehst du doch, dass ich das kann. Ich im Raumschiff komme auch ohne Null zurecht. Im All weiß, wo wir sind. Krieg dich ein, Null. Die werden uns schon frühzeitig wieder aufspüren und zurückbeamen. Wie gespannt sind wir diesmal dann? Na, ich blende mich aus. Irgendwie kenn ich noch gar nicht. Oh, du kennst vieles noch nicht. Oder hast du geglaubt, die Erde ist eine Sternschnuppe? Ist mir egal. Hauptsache, wir treiben wieder so ein Fahrrad auf. Wie so eine Tretmühle, da ist eine ganze Raumflotte stehen. Mich kann so ein Planet nicht mehr begeistern. Wir wissen ja, dass du dich überall auskennst. Alter Spielverderber. So, lass uns hier landen. Puh, danke. Hey, Null, lass uns mal da drin fragen, ob wir uns mal den Speichenkreuzer ausleihen. Los, komm mit. Muss das denn sein? Nun komm schon. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich wollte nur mal fragen, ob wir da draußen das Rad ausleihen könnten. Das Fahrrad ausleihen? Ja, wir bringen es doch sicher wieder zurück. Wir? Ja, ich und mein Freund Null. Null? Den Allanzug lassen wir auch gleich hier. Allanzug? Können wir das Rad jetzt haben oder nicht? Ja, natürlich. Ja, bitte. Okay. Bitte schön, auf Wiedersehen. Wiedersehen, ja. So, dann bin ich mit meinem Getümmel stehen. Hey, was soll das denn? Geh rechts rüber. Nein, du bist so weit. Das war aber wirklich im letzten Augenblick, du. Und das nur, weil du gesagt hast, ich soll ganz rechts fahren. Und deshalb brauchen wir doch aber die ganzen Bordsteine abzurasieren. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, jetzt machen wir das Ganze nochmal, ja? Aber mit richtigem Aufsteigen und Anfahren. So, und jetzt steig auf. Aber noch im Stehen. Beide linken Fuß also noch am Boden. Und nun warte eine Lücke ab. Und jetzt Power! Endlich! Prima, Pi. So, und nun schön rechts bleiben, ohne den Bordstein abzumähen. Ich habe halt das Gefühl, ich rede für die Sterne. Was soll denn das? Kleines Nahkampftraining. Nun flipp nicht gleich aus, Pi. Auch zum Vordermann muss man genügend Abstand halten. Erst recht, wenn du weder drüber noch durchschauen kannst. Vor ihm auch doch nur... Da. Mensch, Pi, was würdest du bloß ohne Zeitmaschine machen? Man hält mindestens 3 Radlängen Abstand zum Vordermann. Warum musste denn der auch plötzlich so scharf dran sein? Der wird schon deine Gründe haben, die du hinter ihm ja nicht sehen kannst. Ja, so ist es richtig. Jetzt hast du immer noch genug Zeit zum Reagieren und zum Bremsen. Oft frage ich mich nur, wer du das alles weißt. Tja, ich habe eben einen Riecher für brenzlige Situationen. Toll, was? Das alles ohne deine Hilfe. Bei den Fehlern, die du gemacht hast, kann ich nichts mehr toll finden. Fehler? Ich? Die da hinten müssen wir auf den Mond schießen.
wechseln. Na, besser nicht. Aber du hast schon recht. Sauber hat die sie nicht benommen. Das will ich auch meinen. Aber du auch nicht. Also pass auf. Tipp Nummer 1. Zuerst umsehen, ob hinter dir frei ist. Tipp Nummer 2. Arm raus, damit alle wissen, wo du hin willst. Und auf keinen Fall zu dich auffahren. So neugierig bin ich gar nicht. Tipp Nummer 3. Auch den Gegenverkehr musst du im Auge behalten. Denn immerhin musst du einen ganz schönen Bogen machen. Ja, du weißt ja, was passieren kann. Und jetzt Tipp Nummer 4. Langsam wieder einordnen. Guter Tipp von dir. Kann ich mir merken. Also wenn ich den nach vorne nicht überhole, dann kommen wir heute so schnell nicht nach Hause. Warte lieber ab, Bee. Da vorne. Keine Angst, Null. Ich weiß schon, wie man richtig überholt. Ich weiß. Aber hör doch erst mal zu, was ich dir sagen will. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Na? Siehst du jetzt, was ich dir sagen wollte? Die Kurve? Ha! Bis dahin habe ich den Kraterlöffel doch schon längst hinter mir gelassen. Ganz schön lang das Ding. Ja, und fahren tut das Ding auch. Genau das habe ich befürchtet. Das musste ja kommen. Konnte ja auch nicht ahnen, dass das so lange dauert. Erstens darf man an unübersichtlichen Stellen nicht überholen. Und zweitens, das überholte Fahrzeug nicht schneiden. Man muss doch mal zugeben, ohne mich hättest du jetzt ganz schön dünn ausgesehen, oder? Also komm, machen wir das Ganze nochmal. Prima, jedenfalls bis jetzt. Richtig. Wenn du siehst, dass es heikel wird, mach lieber einen Rückzieher. So ist es richtig. Da kann dir nichts passieren. Und jetzt das gleiche nochmal. So, jetzt aber. Ja. Kein Hindernis mehr in Sicht. Jetzt pass mal auf. Ich schicke dir den Laser hinter dir. Der zeigt, wie lange du zum Überholen brauchst. Nun guck dir das mal an, Pi. 100 Meter. Ist eine ganz schöne Strecke, was? Und jetzt nicht gleich rechts rüber, sondern allmählich einordnen, damit du den anderen nicht zum Bremsen zwingst. Wie? Und der Planet ruft. Schnell das Rad zurück! Sie haben uns entdeckt, wir werden zurückgebeamt. So, da sind wir wieder. Hör mal, ich hab mich da vorhin so ein bisschen komisch genommen, aber ich habe ja immer Weltraum, allem und so ein Zeug verstanden. Ist ja nicht schlimm, wir werden ja jetzt wieder zurückgebeamt. Pi, bist du soweit? Alles klar, ja? Alles klar, Leute. Ich bin startklar. Ja, und dein Kostüm?